Für unsere Seherschaft, wer den Herrn Schutter noch nicht kennt, der Mann ist, bitteschön, ist aktiv. Hat er mal gesagt, ein Dankeschön, ein Wahrheitskämpfer, hat unter anderem versucht, den Dr. Daniele Ganser, also den Schweizer Historiker und Friedensforscher, nach Steyr und auch nach Innsbruck zu bringen. Beide Male ein bisschen mit Schwierigkeiten verbunden. Ja, beide Male rausgeschmissen. Genau, weil der Daniele Ganser hat ja selber in einem Interview vor geraumer Zeit gesagt, wir leben noch in keiner, keiner Diktatur, weil man kann ja noch auftreten, man kann ja noch sagen, was man will. Man kriegt halt dann einfach nur den Veranstaltungssaal nicht. Gibt es da in Sachen Steyr, da war ja kürzlich schon ein erster Verhandlungstag, gibt es da schon ein Urteil? Nein, es wird ein Urteil geben am 9. Jänner. Okay. Am 9. Jänner ist der nächste Verhandlungstag, gibt es nur 3 Zeugen. Ich bin sehr zuversichtlich, weil sich der Bürgermeister von Steyr dreimal so in einen Strieg eingeredelt hat, wo er nicht mehr rauskommt. Also er hat gelogen, was man ihm nachweisen kann. Das heißt, es wird ein weiteres Mal wahrscheinlich die Schwurbler haben, wie üblich, Recht gehabt rauskommen? Ja, aber wir können eigentlich nicht Recht geben, weil das geht gar nicht. So wahrscheinlich wird es ausgehen. Ja. Und mir persönlich geht es ja nicht um die 5.000 Euro, die der zweite soll teurer war wie der erste. Mir geht es einfach darum, dass ich nicht verstehen kann und auch nicht akzeptieren kann, dass ein Bürgermeister entscheidet, was seine Bürger hören dürfen. Ja. Das geht nicht. Da gibt es viele Ortschaften schon. Das ist leider Gottes nicht nur in Steyr, aber Steyr hat ja zumindest noch eine relativ aktive Szene im Vergleich zu Salzburg. Heute sind wir ja am Stadtrand von Salzburg in Hallwang im Kulturzentrum. Hier hätte kürzlich die Lesung oder Buchvorstellung von Alkohol und Psychopharmaka stattfinden sollen. Das ist abgesagt worden. Gibt es da schon einen Alternativtermin? Gibt es einen Alternativtermin wahrscheinlich im Februar. Okay, dann werden wir uns da wiedersehen. Heute haben Sie uns auf die Bühne geholt, den Herrn Wolf. Wollen Sie dazu kurz vorab ein bisschen was sagen? Weil das gesamte Programm werden wir zwar festhalten, aber eben nicht gleich online stellen, weil da eben noch einige Vorträge geplant sind, aber damit die Leute ein bisschen einen Teaser haben, um was es da heute geht. Also es ist ein komplett neuer Vortrag, deswegen auch noch nicht online. Wird heute das erste Mal überhaupt sozusagen Premiere geführt. Ja. Das ist Premiere, vor allem in Österreich. Wir haben jetzt dann noch 3 Tage vor uns. Wir sind morgen in Zipachzell, sind dann in Pörtschach und dann auch in Graz. Mhm. Wir werden für die Seher den Termin oder den Spielplan sozusagen einblenden. Und sind dann am 1. Dezember in St. Valentin und am 2. Dezember in Bozen. Mhm. Und mit dem 2. Dezember in Bozen hört auch die Vortragstour in diesem Jahr auf. Mhm. Im Dezember haben wir Adventszeit, da gibt es Weihnachtsfeiern, da wollen die Leute Keksbacken. Ja, jetzt darf man ja wieder Weihnachtsfeiern haben. Wir haben ja keine Babyelefanten mehr. Es ist ja im Moment ein bisschen befriedet. Ja. Da geht das ja wieder. Das heißt, Klartext, heute Premiere, bis Dezember Spielprogramm, dann Weihnachtspause sozusagen. Dann Weihnachtspause und nächstes Jahr geht es wieder voll los. Erst mit dem Markus Kral in Innsbruck und in Salzburg. Nach dem Markus Kral kommt dann der Kaiwan Sufisiawasch, bekanntes Ken Jebsen, mit 6 Terminen in Österreich und einem Termin in Bozen. Also das Ganze, damit ich das kurz für die Herrschaften, die den Herrn Schutte und sein reges Betreiben noch nicht kennen, das Ganze findet man unter www.menschheitsfamilie.at. Werden wir auch einblenden und da werden wir uns bei den zukünftigen Veranstaltungen mit Sicherheit auch wiedersehen. Sehr, sehr gerne. Also wir sind eben am 27. Jänner sind wir im Kongresszentrum in Salzburg mit einem neuen Vortrag von Daniele Ganser. Und zwar das Imperium USA und sein Einfluss auf Europa. Also ich glaube, dass das für viele Menschen, die heute immer noch glauben, dass die Amis die Braven sind und alle anderen die Bösen, eine sehr gute
Sache wäre, einmal eine andere Wahrheit zu sehen. Ich glaube da natürlich persönlich auch, dass die Amerikaner die Guten sind, weil wenn ein US-Präsident, der die meisten Kriege aller US-Präsidenten hat, einen Friedensnobelpreis kriegt, dann ist daran nichts Verwerfliches zu finden. Ich finde auch, es ist auch total schön jetzt im aktuellen Israel-Palästina-Konflikt, dass ganz zufällig, bevor dieser Terroranschlag am 7. Oktober da vollzogen wurde, zufälligerweise die Amerikaner Sicherheitshammer schon mal die USS Ford in greifbarer Nähe mit dem Jahr. Aber das ist natürlich genauso ein Zufall wie das Event bei der Pandemie mit Covid. Richtig. Nein, es ist einfach schon faszinierend, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die auch diese CO2-Lüge glauben. Ja? Weil wenn man sich anschaut, von uns verlangt man eine CO2-Abgabe. Mhm. Wenn man sich aber dann anschaut, dass wir mit Schweröl betriebene Tanker von Amerika nach Europa bewegen, mit Fracking-Gas, so viel CO2 kann ein Mensch in 100 Leben nicht verbrauchen, wie so ein Tanker auf 10 Seemeilen. Ja, beziehungsweise dieses eine von Frau Gewessler und unserem aktuellen Kanzler letztes Jahr in Bewegung gesetzte Schiff, das jetzt kommen wird. Ja, ich wollte gerade sagen, also wohlgemerkt ein Schiff, also lächerlich, ja, aber wo es eben genau um dasselbe geht. Schwerlasttanker, gewaltiger CO2-Ausstoß, und wenn man sich anschaut, dass diese ganzen Eliten, die uns da permanent retten wollen, zu diversen Klimakonferenzen mit Privatfliegern und ähnlichem chatten, ist das natürlich ein Irrsinn. Ja, oder eine deutsche Baerbock zweimal Kerosin ablässt, weil das der Umwelt ja so gut tut. Ja, gut, Wachstum fördert. Das hat sie ja da über der arabischen Halbinsel gemacht. Ja, da ist das nicht so tragisch, weil das ist ja dann nicht bei uns. Deswegen konnte man ja jetzt auch das Wörthersee-Treffen, das bei uns ein Problem war, nach Wolfsburg holen, weil das ist ja scheinbar ein anderer Planet. Das geht dann wieder. Das geht dann wieder, ja. Nein, ich möchte mich bedanken, dass Sie das möglich machen, solche Vorträge auf die Bühne und auf die Beine zu stellen, und für Ihren Einsatz, und wir wünschen viel, viel Erfolg für Dankeschön, das Urteil in Steyr, und wir freuen uns auf die nächsten Vorträge. Super, danke schön. Danke, danke. Genau. Danke auch für die Einladung, das Vertrauen. Viel Erfolg.